Bundeskochschule. Heute dreht sich bei uns alles um Enten. Ich habe auch meine alte Tigerente Dennis dabei, der mir ein bisschen helfen wird, damit wir diese verschiedenen Entenzubereitungen auch heute so hinbekommen. Ja, da werden Erinnerungen wach, die Tigerente. 5 Jahre, eine tolle Sendung, aber ich bin mit Enten eher dann aus Holz vertraut. Die Tigerente war aus Holz, heute sind sie aus Fleisch. Und ich persönlich habe mich nie richtig herangetraut, weil ich immer denke, Ente zubereiten, das ist so eine riesige Sache. Ist es gar nicht. Also wir werden natürlich heute eine Vielzahl von Rezepten zeigen. Wir werden eine Ente im Ganzen machen. Wir werden einen herbstlichen, winterlichen Salat machen mit Entenbrust. Und wir werden vielleicht mal was ganz Neues, was nicht jeder kennt, einen Ententee kochen. Ein Ententee? Mhm. Habe ich noch nie gehört. Ja. Bin ich gespannt drauf. Ich fange mal an, einfach nur ganz kurz zur Erklärung. Ich habe vorhin schon einmal gesagt, männliche Ente. Ich meine natürlich Erpel. Das hier ist hier eine Berberie-Ente, größer, würziger im Fleisch, also die männliche Variante. Dann haben wir hier die weibliche, da sieht man schon einen großen Unterschied. Warum sind die so gelb? Entschuldigung. Das liegt an der Fütterung. Ach so. Mhm. Die werden relativ viel mit Mais gefüttert und das sieht man natürlich gleich auch an der Farbe. Okay. Dann unsere Vierländer-Ente, also eine Ente aus dieser Region, die möchte ich auch gleich mit dir zubereiten. Die können wir eigentlich schon mal da rausnehmen. Keine Angst vor Enten. Nein, nein. Und hier, die finde ich auch ganz niedlich. Und zwar ist das die kleine Nantesa-Ente. Die kommt aus Nord, eine halbwilde Ente, die auch sehr mager ist, sehr, sehr würzig im Geschmack. Also ganz, ganz tolles Fleisch. Und vor allen Dingen so eine Größe, die super ist fürs Restaurant. Denn dann kann man auch vorher noch mal eine kleine Vorspeise essen und muss sich jetzt nicht nur auf Ente beschränken. Bist du dir sicher, dass du dich nicht in den Instrumentarien hier vertan hast? Wir haben keinen Baumarkt und eine Rosenschere? Hier auch. Nein, aber es gibt so ein paar Werkzeuge, die halt tatsächlich sehr geeignet sind, um diese Enten auseinanderzunehmen oder einzuritzen, wie hier zum Beispiel bei dieser Entenbrust. Da nimmt man nämlich hier dieses Teppichmesser. Das ist nämlich besonders scharf. Und dann kann man hier nämlich so ein feines Raudenmuster reinritzen. Du kannst gleich mal die andere Seite machen. Mhm. Und der Vorteil ist, wenn ich die Haut einritze von der Entenbrust, dass sie sich nicht zusammenzieht und vor allen Dingen, dass wirklich auch das viele Fett, was unter der Haut ist, ausbrät und sie dementsprechend schön knusprig wird. Wir haben ja hier schon mal eine in die Pfanne gelegt und hier sieht man dieses schöne Rautenmuster und es bleibt wirklich nur noch knusprige Haut und kein weiches Fett mehr drunter, denn das ist ja eigentlich nicht das, was wir gerne haben möchten. Aber da ja die ganze Ente etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt, werden wir uns also als allererstes mit der auseinandersetzen. So bekommt man sie also, wenn man sie einkauft. Oft ist es so, dass die ganzen Innereien noch in so einem kleinen Plastikbeutel sind. Da sind mehrere Herzen. Ja, also eine Ente hat ja Mägen, 2 bis 3. Lebern der Ente drin. Die sind natürlich auch wunderbar zum Verzehr geeignet, ist allerdings nicht jedermanns Ding. Ich persönlich mag ja Innereien sehr, sehr gerne. Aha. Jetzt haben wir hier diesen kleinen Pürzel, dieses kleine fettige Ding. Das schneiden wir hier mal ab. Das brauchen wir nicht, das kannst du in den Müll geben. Nein. Dann war hier irgendwann mal ein Hals, den haben wir abgeschnitten. Dann hier diese Flügel. Da muss man auch mal gucken, dass man die vielleicht einfach hier noch mal abschneidet. Da kann man schönen Soßenansatz zum Beispiel draus machen. Knack am Gelenk, so wie wir es bei den Hühnern schon mal gemacht haben. Und dann hier abschneiden, denn die werden doch dann sehr trocken, wenn wir die mitgaren, weil die ganze Ente natürlich etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt. Wie heißt dein Messer, was du da benutzt? Das ist ein Beiner, Ausbeiner? Ja, sehr gut. Sehr gut, ja. Ja, also er lernt langsam. Ne? Also wir sind jetzt in Folge 9. Und ich bin sehr stolz darauf, dass es echt immer besser geht. Irgendwann stehe ich hier oder sitze im Publikum und du kochst. Oh nee, ich glaube, das wird nicht passieren, Cornelia. Das wird nicht passieren. Auch wieder so die Keulen raustrennen? Wir wollen die ja im Ganzen garen. Stimmt. Wir wollen ja mal eine ganze krosse Ente machen. Und wir können die aber jetzt schon mal salzen. Das kennst du auch noch von den Hühnern, dass die von außen und innen ein bisschen gesalzen werden. Salzen ist relativ einfach, kann ich gut. Dann kann man natürlich verschiedenste Aromaten in die Ente geben. Wir werden uns jetzt beschränken auf nur so ein paar Rosmarinzweige. Ja. Ansonsten ist es natürlich auch toll, ein paar Zwiebeln oder Äpfel mit hineinzugeben oder auch Orangen, wie man möchte. Und jetzt haben wir hier diese Ente und man sieht schon, irgendwie hängt die so ein bisschen laschi runter. Und damit die schön gleichmäßig gart und vor allen Dingen diese Form auch hält, werden wir sie jetzt binden. Genau. Das heißt, ich muss es machen, oder? Du musst es nicht machen, du darfst es machen, Dennis. Glaub, das ist ein ganz großer Unterschied, denn du möchtest ja immer noch kochen lernen, wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig, richtig, richtig. Wir haben es auch schon mal gemacht. Ich kann mich aber nicht mehr so richtig gut erinnern. Warte mal, wir fangen hier unten an. Ich zeige jetzt einfach mal, wie so eine Ente aussieht, wenn sie dann tatsächlich im Ofen ist.
Genau das ist das, was ich nämlich sagen wollte. Am besten gart sie von allen Seiten gleichmäßig, wenn man sie auf ein Gitter legt. Und jetzt haben Sie gesehen, wie viel Dampf und wie viel Fett da rauskam. Um das eben zu vermeiden, dass das Fett verbrennt, nehme ich mir jetzt ein bisschen Brühe, Geflügelbrühe. Und werde einfach noch ein bisschen Brühe aus Blech geben. Und somit verhindere ich, dass mir das Fett im Ofen verbrennt und wirklich beim Öffnen des Ofens das ganze Haus, die ganze Wohnung nach Entenfett riecht. Und vor allen Dingen nicht nach verbrenntem Entenfett. Dieser Fond, der dann hier unten drin ist, Dennis, ja, den kann man natürlich auch benutzen, um die Ente zwischendurch mal zu übergießen. Warum? Damit sie uns austrocknet. Genau. Ah ja, okay. Nehme ich ein bisschen was ab. Kannst du mal die Knotenkontrolle machen hier, guck mal. Ja, wenn der fest ist, brauche ich ja nichts mehr zu kontrollieren. Wir haben auch drüber gesprochen, denn es ist ganz wichtig, dass du auch langsam anfängst, selbstständig zu arbeiten. Und nicht bei Mami jedes Mal nachfragst. Ente gut, alles gut. Die läuft sozusagen in Köchesprache. Ja, super. Ich bin ganz stolz auf dich. Du kannst ja, die an die Seite stellen, die nimmst du nachher mit nach Hause und kannst noch mal probieren, ob das, was wir hier geübt haben, auch zu Hause funktioniert. Ja? Jetzt haben wir hier unsere schöne Entenbrust, die wir so ganz entspannt angebraten haben. Und jetzt sieht man richtig schön, wie die ausgebraten ist und wie sie kross ist schon auf der Hautseite. Und jetzt kannst du die einfach neben unsere andere Ente auf das Gitter legen. Mhm. Und jetzt lassen wir die langsam mitgaren, müssen nur zwischendurch mal dran denken, dass wir sie kontrollieren. Und dann können wir auch noch mal drüber sprechen, wann man wirklich die Ente rausholen muss und wie man erkennt, dass sie fertig ist. Und das macht der Haut jetzt nichts? Die bleibt so kross, auch wenn ich die in den Backofen jetzt packe? Was soll mit ihr passieren? Weiß ich nicht, sie könnte austrocknen, lasch werden. Nee, die ist ja schon komplett ausgebraten, sie ist schon kross und es passiert jetzt eigentlich gar nichts mehr, außer dass das Fleisch unter der Haut hoffentlich auch gart. Wir gehen mal davon aus, dass unser Ofen heute mitspielt. Das hat er ja schon ein paar Mal nicht getan. Und lassen jetzt in Ruhe unsere ganze Ente als auch unsere Entenbrust im Ofen und werden uns mal unserem kleinen Ententee widmen. Ententee? Und zwar, ja, habe ich mir überlegt, so in der kalten Jahreszeit macht es irgendwie unheimlich Spaß, mal eine schöne Suppe, eine heiße Suppe zu löffeln. Aber irgendwie müsste man die ein bisschen besonders präsentieren und ihr diesen kleinen Kick geben. Also habe ich mit meinem kleinen blonden Kopf nachgedacht, was ich machen kann. Und habe mir dann überlegt, ich nehme mir mal ein bisschen Madeira. Das ist ja dieser schöne Süßwein, der wirklich ein ganz tolles Aroma hat. Den lasse ich jetzt ein bisschen einkochen. Und wenn der so einkocht, dann können wir hinterher, wenn fast nichts mehr übrig ist, ein bisschen Entenfond oder Entenbrühe, die man genauso kocht wie eine Geflügelbrühe, nur dass man eben Entenkarkassen, Entenknochen nimmt, die man eben kocht und daraus diesen Fond bekommt, dazugeben. Kriegt man den auch fertig gekauft oder muss man den extra aufwendig sammeln? Wenn man keinen Entenfond bekommt, kann man sowas auch gut mal mit einem Geflügelfond machen. Ah, okay. Ja? Ja. Und jetzt lassen wir das Ganze einfach nur aufkochen. Gegebenenfalls noch ein bisschen einkochen, weil wenn man einkochen lässt, ja alles geschmacksintensiver und noch besser wird. Und kurz vor dem Servieren, was wir tatsächlich in dieser Teekanne tun werden, werden wir diesem Ententee den besonderen Touch durch tatsächlich Tee und Gewürze geben. Okay. Das heißt, wir haben hier die verschiedenen Gewürze, die in den Tee kommen. Ich habe hier einen Darjeeling, also einen Schwarztee. Dann habe ich hier etwas Nelke. Pimentkörner, also Nelkenpfeffer im Grunde genommen, etwas Vanilleschote, schwarze Pfefferkörner, Zimtblüte. Wer keine Zimtblüten bekommt, kann natürlich auch gerne eine Zimtstange, eine halbe Zimtstange nehmen und Kardamom. Ah, ja. Und diese ganzen Gewürze gebe ich einfach in Omas Teesieb, ja, und lasse das jetzt aufkochen, wie ich es auch machen würde, wenn ich einen Tee koche. Wasser aufkochen lassen, ganz leicht auskühlen, dann hier in unsere Teekanne hinein. Was perfekt klappt. Aber das ist so lustig. Ja. Man muss es nur richtig machen. Hier hinein und gleich aufgießen. Und dann muss man ja irgendwie immer ein bisschen Gebäck knabbern zum Tee. Und zu diesem Ententee werden wir uns jetzt ein natürlich salziges Gebäck basteln. Und zwar haben wir ja schon gesagt, wir haben hier unsere verschiedenen Enten. Dann gibt es natürlich auch noch verschiedenste Entenprodukte. Und zwar habe ich hier ein bisschen Entenleberpastete. Das ist auch geräucherte Entenbrust, die beide sehr gut schmecken würden. Geröstete Brotscheiben. Und du kannst jetzt mal ein normales Messer nehmen und diese
Hast du jetzt eine ganze Entenscheibe im Mund gesteckt? Jetzt machen wir es eben. Ja, schmeckt sehr gut. Und weißt du denn, woraus man einen Ententee traditionell trinkt? Aus einer Teetasse? Nee, aus einer Schnabeltasse. Lecker, ne? Wir können jetzt zwei Varianten machen. Entweder belegen wir tatsächlich diese große Brotscheibe mit einer kleinen Scheibe Entenbrust. Einfach so. Oder die zweite Variante, wir nehmen uns hier eine Entenleberpastete und bestreichen die Crostini mit dieser Entenleberpastete. Ich hole uns schon mal zwei Tässchen. Unser Ententee hat schon gekocht. Diese Crostinis, ne? Ich probiere mal einmal vorher, ob schon genügend Salz dran ist. Denn wenn er einmal in der Teekanne ist, ist es schwieriger, das abzuschmecken. Und der schmeckt tatsächlich schon. Wir brauchen auch kein Salz mehr dazu geben. Ja, gerne. Jetzt schmeckst du so richtig schön Ente, ein bisschen was Süßes von diesem reduzierten, eingekochten Madeira. Mhm. Und das jetzt im Zusammenhang mit den Gewürzen und unserem kleinen Knabbergebäck ist wirklich eine ganz witzige Vorspeise, Zwischengericht, Suppe, wie auch immer man es. Hätte ich nicht gedacht, dass man das so kombinieren kann. Mhm. Das ist, schmeckt wirklich sehr gut. Gute Idee. Ja, da hatte ich eine Eingabe. Ich gehe mal kurz nach der Ente gucken und übergieße die mal wieder. Ne? Ja, mach das. Und dazu brauche ich natürlich auch... Du kannst auch mal auf unsere Entenbrust gucken. Und wenn du dir nicht sicher bist, was damit passiert, dann kannst du ja vielleicht mich dazu rufen. Was kann ich dann? Mich rufen. Ach so. Also ein guter Koch kann ja schon nur durch Auflegen des Fingers sagen, wie weit die Entenbrust gegart ist. Entschuldigung, ich leg doch da jetzt nicht meinen Finger rein. Nee, aber auf die Entenbrust. Heiß. Ja. Du kannst ja mal unser Digitalthermometer benutzen. Das haben wir auch schon mal besprochen. Das war das aus dem Baumarkt. In der letzten Sendung haben wir über Kerntemperaturen gesprochen. Was muss das denn anzeigen? Du hast übrigens recht, die Haut ist total super. Die ist jetzt sogar noch krosser geworden im Ofen. Das sollte eigentlich auch so sein. Ja. Was sagst du zu 57 Grad Celsius? 57 Grad ist eigentlich schon nicht verkehrt. Wir lassen die noch mal 2-3 Minuten drin. Also ich würde sie so um die 60, 65 Grad rausholen. Okay. Aber sie kann dann auch noch einen kleinen Moment ruhen, sodass sich nämlich das Fleisch wieder entspannt. Und der Fleischsaft sich im Fleisch in der Entenbrust verteilt. Und somit man nicht das Problem hat, wenn man aufschneidet, dass sofort alles plopp macht und der ganze Fleischsaft raus. Habe ich das richtig verstanden? Die Ente entspannt sich, die ist auch tot. Ja, das Entenfleisch entspannt sich. Du hast mir ein Messer geklaut. Ich werde noch ein bisschen beschmieren hier. Wir haben ja nun unsere ganze Ente im Ofen. Und wir hätten natürlich gerne auch irgendwie noch ein Süßchen dazu. Genau. Oder du nicht? Doch, auf jeden Fall. Ich bin ein Soßenfan. Und da habe ich mir so überlegt, dass ja diese Zeit der Feigen auch sehr schön ist. Und wir somit eine Feigensoße zu unseren Enten machen können. Wenn wir jetzt diese Feigensoße machen möchten, dann müssen wir erstmal ein bisschen Zucker karamellisieren lassen. Dafür nehmen wir hier diese Pfanne, streuen ein bisschen Zucker hinein. Wenn man karamellisiert, muss man immer ein bisschen dabei bleiben, weil erst denkt man, passiert ja gar nichts. Und dann geht es plötzlich ganz schnell und der Zucker fängt an zu schmelzen und verbrennt leider auch sehr schnell. Und deswegen bleibst du mal dabei. Und diese Feigen hier, die können wir einmal ganz kurz abwaschen. Da können wir ruhig die Schale dran lassen, weil die ganz zart ist. Und somit die Feigen auch gut ihre Form halten. Gibt es irgendein Merkmal, woran ich sehen oder fühlen kann, dass das gute Feigen sind? Ja, also sie sollten natürlich möglichst weich sein, aber nicht matschig. Ja. Also eine Feige, die zu fest ist oder richtig hart ist, das ist wie bei Avocado, hat natürlich auch kein Aroma. Es ist schwierig, weil man bei der Feige auch vom Duft her wenig erkennen kann. Diese haben schon eine ganz tolle Farbe, das sieht man schon, und sind auch von der Konsistenz her, glaube ich, perfekt. Aber wir schneiden jetzt mal eine auf und dann kannst du mir das ja noch mal bestätigen. Mhm. Wie müssen Feigen schmecken, außer süß? Süß und saftig. Das ist leider oft so, dass die manchmal auch so ein bisschen faserig sein können. Also hier sieht man so richtig schön, wie die glänzen und wie die saftig sind. Wir probieren jetzt einfach mal ein Stück. Mhm. Und wenn die so trocken, faserig sind, dann machen die keinen Spaß. Dann schmecken die nämlich wie eine Trockenfeige. Mhm.
Gut. Gut, ne? Mhm. Von der Konsistenz her. Die können wir jetzt wie so, wie so ein Pfirsich, ne? So vierteln. Das kannst du mal mit so zwei, drei Feigen machen. Ja. Ich guck mal hier das mit dem Zucker. Ein bisschen was passiert. Ich habe dazu übrigens zu unserer ganzen Ente einfach geschmorte rote Zwiebeln mit ein bisschen Rotwein, Portwein, ein bisschen Thymian. Wer mag, kann da auch noch mal ein paar Gewürze dran geben. Ich nehme jetzt übrigens mal unser Teesieb hier raus. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen roten Zwiebeln und Schalotten? Das ist die Farbe und die Größe und der Geschmack. Also die roten Zwiebeln sind sehr, sehr mild im Geschmack, ja, und etwas kräftiger sind die Schalotten. Und die Schalotten haben immer eher so eine etwas längliche Form und sind unter der Schale so ganz leicht violett. Und die roten Zwiebeln sind richtig dunkelrot und deswegen sieht das hier jetzt nämlich auch fast aus wie Rotkohl. Aber ist mal was anderes als Rotkohl und deswegen habe ich gedacht, wir machen das. Hier, jetzt passiert hier richtig was. Unser Zucker schmilzt. Oh ja. Und da muss man jetzt dabei bleiben und sehen, dass er wirklich so schön goldgelb bleibt und nicht dunkel oder schwarz wird, denn dann wird er bitter. Reicht dir das? Ja, ist schon fast zu viel. Okay. Sag einfach Stopp. Mhm. Sehr gut, das reicht schon. Mhm. Oh, riechen Sie das? Jetzt karamellisieren die so ganz leicht. Dann haben wir hier wieder ein kleines Schlückchen Rotwein zum Ablöschen. Und den guten Cassis, sprich den Likör aus der schwarzen Johannisbeere. Der bringt natürlich noch mal eine schöne Süße, die sehr, sehr gut zusammengeht mit der Ente. Ja. Lassen das jetzt einkochen und werden dann unseren Fond, der da rausgetropft ist aus der Ente, hier drauf gießen. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr Entenfond, wenn wir merken, das reicht uns nicht an Soße. Nehmen die Feigen noch mal kurz raus und lassen alles einkochen. Und dann haben wir ganz schnell eine sehr schmackhafte, schöne Soße zu unserer Ente. Guck mal hier, du kannst diese Feigen hier mal rausfischen, ja, dass uns die nicht verkochen. Ja, und dann lassen wir das noch weiter einkochen. Ich gucke jetzt mal nach unserer Entenbrust, weil du ja gesagt hast, die könnte langsam soweit sein. Oh, hier ist richtig Alarm im Ofen. Ich brauche mal einen kleinen Teller. Was brauchst du? Willst du ihn dir selber? Gut. Ja, ich bin ja auch mit den Feigen beschäftigt. Ja, ich kann ja nicht bei allem helfen. Nee, du kannst nicht überall sein, Dennis. Das habe ich jetzt auch verstanden. Hier ist unsere Entenbrust. Mhm. Gut. Und ich nehme jetzt mal unser Blech, was jetzt die ganze Zeit das Fett als auch den Entensaft aufgefangen hat. Oh, Zunge gerade halten können wir. Ich komme mir so vor wie so eine Seiltänzerin, die irgendwie versucht, das Gleichgewicht zu halten mit diesem heißen Entenkram. Weißt du, ich musste auf jeden Fall wieder irgendwas drunter geben. Ich nehme jetzt einfach mal ein Brett, damit es nicht so tropft im Ofen und anfängt weiter zu verbrennen. Soll ich schon mal den Fond rüberlöffeln oder wie machst du das am besten? Machst du das in eine Tasse oder? Nee, weißt du, was echt sehr, sehr praktisch ist? Und zwar so eine kleine Fettkanne. Aha. Und zwar können wir jetzt auf ganz vorsichtig versuchen, diese Mischung, klappt das? Ja, ja, super, mach weiter. Hier reinzugießen und dann trennt sich nämlich gleich der leckere Entenfond von dem Fett und ich kann relativ schnell eine Soße zaubern. Dafür ist ja auch ein Kochschüler da, ne? Und siehst du das jetzt? Hier oben hat sich das Fett sofort abgesetzt. Unten ist der leckere Entenfond, der natürlich unserer Soße Geschmack gibt. Und jetzt können wir das nämlich hier, unsere karamellisierte Feige oder Feigensoße mit dem Cassis und dem Rotwein ablöschen mit dem aufgefangenen Entenfond. Soll ich es jetzt machen? Ja. Wie viel? Fast alles. Echt? Bis auf das Fett, ja. Ja, ja, das ist klar. Mhm. Das reicht erstmal. Okay. Denn wir haben ja leider immer begrenzte Sendezeit. Wir würden ja gerne den ganzen Tag senden. Ja, aber könnten wir auch. Das wollen die irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, das wird sich ändern nach dieser Staffel. Die ruht so vor sich hin. Die können wir hier schön am Herd stehen lassen. Kann man auch abdecken, aber dann kann es sehr schnell passieren, dass die Haut wieder weich wird. Das kocht jetzt einfach für sich ein. Unser Ententee, den servieren wir oder probieren wir gleich, wenn wir soweit sind. Und beschäftigen uns einmal ganz kurz mit unserer Entenbrust. Und zwar haben wir ja gesagt, wir wollen so ein paar winterliche Blattsalate
mit der Entenbrust und so etwas Orange servieren. Also ist das typisch für einen Winter? Ja, ich finde so Radicchio und so ein dunkler Eichblattsalat, das sind schon für mich Salate, die schon eher in die Winterzeit passen. Okay. Die kannst du jetzt ein bisschen klein zupfen, das sind nämlich Riesenblätter, in eine Schüssel, wo wir dann hinterher diesen Salat marinieren werden. Und genauso wie wir vorhin Feigen karamellisiert haben, genauso kann man eben auch Orangen karamellisieren. Aha. Und in unserem Fall abgelöscht mit ein bisschen Orangenlikör. Also das, was wir mit der schwarzen Johannisbeere bei der Feige gemacht haben, haben wir hier mit Orange gemacht. Und das als Dressing dann, oder wie? Das nehmen wir mit ins Dressing. Also wir rühren uns nämlich jetzt eins zusammen. Und zwar nehme ich etwas ab von dieser leckeren Orangensoße. Diese Orangenfilets oder die Orangenscheiben, die kann man übrigens auch wunderbar ruhig schon ein, zwei Tage vorher zubereiten. Die ziehen nämlich dann noch mal gut durch und haben einen besonders schönen Geschmack. Ich brauche etwas Salz und Pfeffer. Das oder das andere? Nee, das, was ich hier habe, ist schon gut. Ich gebe schon mal etwas Pfeffer hinein, etwas Salz. Dann kann man jetzt natürlich mit Fruchtessig noch was machen, damit wir eben tatsächlich diese schöne Säure für den Salat haben. Ich habe hier einen ganz milden Himbeeressig. Dann habe ich hier etwas Olivenöl. Das verrühren wir alles. Darf ich mal? Also Himbeeressig ist für mich jetzt zum Beispiel neu. Ja. Riecht aber wie jeder andere Essig. Es gibt ja mittlerweile so viele verschiedene Fruchtessige. Es gibt mit Sicherheit auch schon Orangenessig. Ich habe noch keinen gesehen, aber gibt es mit Sicherheit. Mhm. Und hier so ein bisschen von diesem Pekannussöl. Und dann probieren wir mal, wie diese Vinaigrette so schmeckt. Und dann kannst du nämlich damit schon deinen Salat gleich marinieren. Nur nicht alles nehmen, nur ein bisschen, ne? Schon klar. Klar ist gar nichts. Oh ja, das ist eine gute... Gut, ne? Kombination. Auch dieses etwas Nussige. Und weil wir jetzt dieses Pekannussöl mit reingegeben haben, können wir eben hinterher auch so ein paar geröstete Pekannüsse mit drüber streuen. Gut, das machen wir. Also, ich gebe dir einen Teller. Mhm. Macht man den Salat auf dem Teller an oder eher in einer Schüssel vorher? Also, bei mir im Restaurant ist es immer so, dass wir ganz vorsichtig in einer Schüssel den Salat marinieren, anrichten auf Teller und dann das, was dazu serviert werden soll, wie in unserem Fall die Orangen und die Entenbrust. Jetzt hast du doch alles genommen, ne? Sollte ich nicht? Du hast gesagt, nee, ist ja klar, dass ich nicht alles nehme. Klar. Macht nichts. Meine Freundin sagt immer, dann hat der Salat nasse Füße, wenn er zu viel Dressing hat. Du kannst ja jetzt ganz, ganz vorsichtig nur marinieren und lässt einfach das zu viele Dressing unten drin. Ja, das ist eine gute Idee. Dann verteilst du diese Blattsalate schön auf dem Teller. Ich setze die Orangenfilets dazwischen. Ach, diese Pfeffermühle hier. Weißt du was? Ich mach mal ein bisschen Platz hier. Brauchst du das noch? Nein. Hm? Nee, eigentlich kannst du es komplett wegnehmen. So. Das habe ich nämlich auch bei dir gelernt in den neuen Folgen. OAA, Ordnung am Arbeitsplatz. Ja, sehr, sehr gut. Ich bin so stolz auf dich, dass Hast du dir das alles merkst. Hast du eine bestimmte Vorliebe, an welche Position ich die Blätter... Nee, ich finde es jetzt mal ganz spannend und auch spannend für die Zuschauer, mal zu sehen, wie Dennis in Folge 9 einen Salat anrichtet. Also ich... Ich würze in der Zwischenzeit mal unsere Entenbrust. Ja, ich überlege noch einen Moment. Denk noch mal drüber nach. Ich würde es hier oben so ein bisschen, also ich würde die Scheiben schon solo lassen. Das finde ich ganz schön. Und dann würde ich vielleicht... So, guck mal. Mhm. Okay, es ist nicht richtig. Nee, ist süß. Es ist niedlich. Hättest du es in die Mitte gemacht? Ich wollte es einfach, ich hätte es mehr verteilt. So ist es natürlich so ein sehr übersichtlicher Salat. Also kann man ja fast zählen, die Salatblätter. Gibt ja auch noch eine schwere Ente hinterher. Ja, natürlich, ist alles ganz leicht. Guck mal, jetzt kommst du mal mit deinem Teller hierher, bitte. Und jetzt haben wir hier diese schöne rosa gegarte Entenbrust. Die setzen wir dann einfach jetzt hier so drauf. Und guck dir das mal an, wie das toll aussieht. Ja, hast recht. Oder? Hast wirklich recht. Er hat ja recht, er hat ja recht.
unseren Salat probieren wir gleich und ich finde, wir sollten jetzt die große Ente rausholen. Die große Ente. Und vor allen Dingen wird Dennis Ihnen nämlich jetzt zeigen, wie man die tranchiert, weil er das nämlich schon in der ersten Sendung geübt hat. Wollen wir sie hinterher noch essen oder ist das egal? Kann ich dir helfen? Ja, du könntest mir mal die Fleischgabel da vorne geben. Oder ich nehme hier die Pinzette. Ist schon gut. Du kannst aber schon dir das Tranchierbesteck rausholen. Das kannst du machen. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich das hingelegt habe. Hast du einen Tipp, wo das ist? Also normalerweise habe ich ja nicht gleich das Brett bereit. Aber das war irgendwie eine Eingabe, dass ich das unten runtergelegt habe. Jetzt ist das nämlich schon schön vorgewärmt im Ofen. Und jetzt sieht man richtig, hörst du es schon? Ja. Wie kross sie ist? Ja. Oh, ich bin auch ein bisschen aufgeregt jetzt. So, und du fängst an zu tranchieren. Ich habe ein richtiges Tranchierbesteck für dich. Ja, ich hatte auch schon mal eins gesehen. Hier. Ach, da. Ja. Da hatte ich das Tablett drauf gestellt. Und jetzt zeigst du unseren Zuschauern mal, wie das geht. Ich werde in der Zwischenzeit schon mal einen Teller besorgen zum Anrichten. Stimmt das, dass ich bei den Keulen anfange? Sehr richtig. Danke. Du wolltest es doch nur noch mal hören, dass du schon fortgeschrittener Kochschüler bist. Also, zuerst die Keulen. Warte mal, jetzt habe ich wieder das Problem, dass ich hier durch... Keule runterschneiden bis zum Kugelgelenk. Ja, wo ist es denn? Einmal kurz knack machen. Wo ist denn das Kugelgelenk? Ja, Kugelgelenk. Ja, nicht da drin suchen in der Keule. Darf ich dir noch mal zeigen? Mhm. Guck mal hier. Du machst es ja, das sieht ja ein bisschen auf wie... Also, hier rein, ganz bisschen zur Seite ziehen und am Knochen entlang arbeiten. Mhm. Bis es hier, guck mal, da ist es. Da unten ist es. Da unten ist die kleine Kugel. Die kannst du jetzt so ein bisschen zur Seite ziehen. Ja. Und dann macht es einfach nur Knack. Perfekt. Jetzt musst du mir noch mal eins erklären. Keule raus. Ja. Wofür brauche ich diese Rosenschere? Die kann man unheimlich gut benutzen, um tatsächlich Geflügelknochen zu durchtrennen. Also vorhin zu unserem, als wir unseren Flügel abgelöst haben, hätten wir das natürlich auch damit machen können. Ja. Aber ich war zu schnell und habe das mit unserem Messer gemacht. Okay. Guck mal hier, hier ist jetzt wieder genau das Gleiche. Kugelgelenk, zack, einmal durch. Und wirklich mal versuchen, mit Gabel und Messer das zu machen. Und nicht mit der Geflügelschere, weil die matscht das Fleisch. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich weiß, was matscht. Ich nehme jetzt ein bisschen was von unserer Soße drumherum. Und... Dennis hat ja sich sehr gut vorbereitet auf diese Sendung und hat schon kleine Knödelchen geformt dazu. Kleine Kartoffelknödel. Die hast du ja versteckt hier in der Wärmeschublade. Ja. Guck mal, das zweite Stück ist super geworden. Ja. Aber es ist noch ziemlich viel dran. Guck mal hier. Jetzt ist mir noch ein Knödel. Du kannst ja auch das Stück Brust noch mit draufsetzen, wenn du möchtest. Jetzt nehmen wir noch so einen kleinen Kartoffelknödel mit Brösel. Zack, dazu. Du setzt die Brust noch dran. Und ich finde, wir haben unglaublich viele schöne Varianten in kurzer Zeit gezaubert aus der Ente. Unser kleiner Ententee, unsere kleine Salatgeschichte mit Entenbrust und Orange. Und natürlich zur Krönung. Oh, jetzt haben wir die Feigen vergessen. Wo kommen die jetzt noch drauf? Ja, die sollten eigentlich noch mal ganz kurz heiß gemacht werden in der Soße, aber macht ja nichts. Du hast doch vorhin gesagt, ich soll die rausnehmen. Ja, damit sie nicht verkochen, aber hinterher müssen sie wieder rein. Liebe Zuschauer! Also, Moment, lass mich noch eins sagen. Ich finde, wir haben in der halben Stunde gezeigt, dass Ente doch relativ schnell geht. Ich hätte gedacht, es dauert viel länger. Und diese Ententee-Idee von dir, die ist wirklich unschlagbar. Dankeschön. Wir freuen uns auf nächste Woche. Nächste Woche geht es um Schokolade. Ja. Alles um die Schokolade. Wir hoffen natürlich, dass Sie wieder mit dabei sind. Also bei uns piept's, wir gehen. Tschüss. Tschüss, bis nächstes Mal. Danke.